Sacchi Stimoniaris ist wie erwartet zum Aufsichtsratsvorsitzenden des Fußball-Drittligisten 1860 München gewählt worden. Der 48-jährige löst Yahya Ismaik, Bruder des jordanischen Geldgebers Hassan Ismaik, ab. Yahya Ismaik bleibt aber dem Gremium neben Karl-Christian Bey, Thomas Heigl, Sebastian Seeböck und Andrew Livingston erhalten. Die Aufgabe ist sehr spannend und reizvoll. Ich werde meine ganze Kraft in dieses Amt stecken, auch damit im Verein mehr miteinander gearbeitet wird. Wir wollen alle das Beste für 1860, sagte Stimoniaris. Punkt. Let's block it's.